Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome und Bezug zu Zwergis fürstlicher Fragerunde oder wie man das auch nennen will. Ich habe Telonym mir einen Link angelegt und habe den auf Instagram, auf Discord und auf Twitter gepostet. Und da könnt ihr mir anonym Fragen stellen, die ich live im Stream oder in einem Video mal beantworten soll. Und da sind tatsächlich schon ein paar Fragen dazu gekommen, wie zum Beispiel die erste Frage: Wie alt bist du? Meine Antwort ist 23, ich bin 23 Jahre alt. Kann man schnell beantworten. Da begebe ich mich jetzt hier ins Interview. Ja, ich habe auch die Facecam aktiviert und den Hintergrund an. Jetzt hier Interview mit Zwergfürst mit euren anonymen Fragen. Was macht eine Sim Person sofort sympathisch für dich? Haben wir hier die nächste Frage. Ehrlichkeit würde ich direkt mal raushauen als Satz. Das ist eine, da müsste ich noch ein bisschen drüber nachdenken, die Frage. Aber Ehrlichkeit macht schon eine Person sympathisch. Das ist, Ehrlichkeit ist für mich eine gute, große Sache. Das ist, ich bin auch sehr ehrlich, ich bin auch sehr. Ja, mir fallen auch Sachen manchmal schwer, die halt, also, andere Leute ausnutzen, fällt mir sehr schwierig, weil ich sehr ehrlich bin. Das ist vielleicht eine gute Eigenschaft, das ist vielleicht sogar eine gute Sache. Generell, also sympathisch, ehrlich und zuvorkommend, also wenn du ein gutes Auftreten hast, also wenn der, also wenn man hier was macht, eine. Die Frage ist ja, was eine Person sofort sympathisch macht, also im ersten Auftreten sympathisch. Es ist ja wahrscheinlich die Frage, wenn ich auf dich zukomme und sympathisch wirken will auf dich. Ja, freundliches sein, freundliches Auftreten, das ist natürlich immer sympathisch. Das ist generell auch nicht schlecht. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Also wenn du auf Leute zugehst und dann nicht auch so ein bisschen, ja. Ich würde nicht sagen höflich. Höflichkeit ist vielleicht nicht immer 100% wichtig, aber auch ja, vielleicht ein bisschen Höflichkeit. So ein, nicht zu viel Höflichkeit, das wird dann auch seltsam, aber so ein bisschen Höflichkeit, dass du nicht auf jemanden zugehst und sagst: Ey, Zwerg, wie geht's denn, was geht ab, wenn man sich zum ersten Mal trifft, sondern dass man da so ein bisschen, insofern die Höflichkeit, dass man so sagt, so. Also, ruhig bleiben im Gespräch, dass man da auch vielleicht ein Gespräch, wenn es so von einem Fan aus ist, also wenn ich Fan von einem anderen bin oder wenn ihr Fan von mir seid und mich zum Beispiel auf der Gamescom trefft und so weiter, dann nicht schreiend auf mich zulaufen oder auf wen anders, das gilt auch für andere Leute, nicht, hey du, hey. Berühmter YouTuber. Ich bin jetzt kein berühmter YouTuber, aber bei anderen ist nicht drauf losrennen und sagen: Hey, ich bin großer Fan, hey. Hier geht es nur einfach sachlich und gechillt umgehen. Das ist einfach gechillt und ruhig drauf gehen und einfach normal begrüßen. Natürlich ist man aufgeregt, wenn man jemanden, den man als Idol sieht, vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus mittlerweile Leute gibt, die das bei mir so sehen. Ich bin nun jetzt nicht der berühmte YouTuber, aber kenne ich auch schon bei. Ich bin auch schon Leuten begegnet. Gechillt bleiben, ruhig bleiben, ehrlich bleiben. So ehrlich sein und ja, das macht sympathisch. Also entspannt und ehrlich sein, das macht sympathisch auch. Also, wenn es halt hier. Sofort macht eine Person sofort sympathisch beim ersten Treffen. Wenn die Person auf mich zukommt und gechillt ist und einfach, ja, mich als gleichwertig ansieht und dann sozusagen sagt, wenn man sich auf Augenhöhe unterhalten kann und man dann sagen kann, es hat auch ein bisschen, also, einerseits auf die eine Seite, wenn man sich halt zu Zuschauern dann auf Augenhöhe unterhalten kann und man sagen kann, unterhalten uns als von Mann zu Mann oder von Mann zu Frau oder sonst was. Ja, ich glaube, das ist irgendwie rübergekommen. Das ist sympathisch für mich. Wer sind deine besten Freunde?
Uff, um die Frage ganz ehrlich zu beantworten, Freunde selbst, also Freunde, so richtig, richtig Freunde, mit denen man sich, also wenn man das nach, wenn man das so, wenn man das so definiert, dass man, dass es Freunde sind, mit denen man sich trifft, also im echten Leben und so weiter. Also im echten Leben habe ich jetzt nicht viele Freunde, bis gar keine Freunde, wenn ich mich jetzt so echt aus dem Haus gehen könnte und bei einer, von der Kneipe treffen könnte oder bei einer Eisdiele oder vom, zu einem Kaffee treffen könnte, habe ich jetzt nicht wirklich welche. Meine Freunde sind Mordi, Ninlein, Takeru, Prof, der 4-5. Squad. Ja, das sind meine Freunde. Ich weiß nicht, ob man so Freunde in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob man das Freunde nennen kann. Ich würde es durchaus, ich würde es, ich würde es, bin ganz ehrlich und sage, ich wollte es mittlerweile als Freunde. Den Modi würde ich auf jeden Fall als Freund bezeichnen. Das ist, mit dem verstehe ich mich sehr gut. Das ist, mit den anderen, ich weiß nicht, Takiro war so selten mit dabei bei den Aufnahmen. Das ist trotzdem, ja, das ist, Freund ist schwierig. Das ist Freund, ist Freund zu sagen. Prof, mit Prof und Modi zumindest, da kann man sagen, Ninja Takeo, ja, weiß nicht, ob man das Freunde nennen kann. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht im Online-Game, Gaming. Ja. Wie soll man es nennen? Kumpels, Verbündete. Ja. Es gibt auch andere Leute, mit denen ich jetzt mehr oder weniger Kontakt habe. Palwanda zum Beispiel. Der Jan von, der auch in unserem Podcast schon dabei war und der von Palwandas Community kommt. Als Freunde weiß nicht, ob man die bezeichnen kann. Ist so schwierig, ich sehe das so ein bisschen. Ich weiß, es ist für mich schwierig, das zu definieren. Was ist ein Freund? Was ist kein Freund? Das muss man halt, muss man dann halt erstmal klären, wie man einen Freund definiert. Das ist, ich bin auch generell eher jemand, der, um ehrlich zu sein, lieber alleine ist. Ich brauche nicht viele Freunde. Ich bin dann auch, ich verbringe gerne Zeit alleine. Ich bin mein eigener Freund. Ja. Da kommt die nächste Frage, die schon, die da auch mit irgendwie mit reingehört, in einer Beziehung. Einfach die Frage, bist du in einer Beziehung? Wahrscheinlich die Frage. Ich beantworte die Fragen einfach ganz ehrlich, soweit, also das ist halt, brauche ich nichts zu verstecken. In einer Beziehung bin ich nicht. Ich glaube, das hättet ihr mitgekriegt, wenn jetzt hier während der Aufnahmen, während des Streams und so weiter. Natürlich kann ich, könnte ich meine Freundin auch wegschicken für die Zeit, wo ich hier streame oder aufnehme oder im Nachbarzimmer verstecken oder so. Das ist halt. Aber ja, ich glaube, das hättet ihr schon irgendwie, irgendwas hätte sich mal angedeutet. Irgendwie hättet ihr was mitgekriegt. Das ist. Nein, muss ich sagen. Nee, nee, in einer Beziehung bin ich nicht. Eine Freundin habe ich nicht. Wenn ich mal eine habe, werde ich es euch nicht direkt sagen, wenn ich es nicht, wenn ich es euch nicht gleich ins Gesicht brüllen, werde ich es jetzt nicht im ersten Video sofort sagen, hurra, ich habe eine Freundin getroffen. Das muss jetzt nicht unbedingt, das ist, aber ich glaube, das Rest, das kriegt man mit. Das ist, wenn man so auf einem, wenn ich mit jemandem zusammenleben würde. Ich meine, Beziehung kann ja auch sein, dass ich nicht zusammenlebe und so, aber nee, ich kann so sagen, nein, in einer Beziehung bin ich nicht. Ich bin Single. Was nicht heißt, dass ich zu haben bin. Das heißt das auch nicht. Falls das so eine Anspielung ist in einer Beziehung, ob ich frei bin, ich bin frei, aber ich bin mit, ich sag immer, ich bin mit YouTube verheiratet. Das ist ein Fulltime, das ist eine Fulltime-Beziehung mit YouTube, mit meinem YouTube-Kanal. Die Beziehung, insofern, ich bin in einer Beziehung mit YouTube, mit meinem YouTube-Kanal. Da gibt's auch einige. Da gibt es auch schon Auseinandersetzungen mit YouTube und so weiter. Und das ist eine, das nimmt so viel ein wie eine Beziehung. Kann man so sagen. Was für eine Lüge erzählst du öfter? Ist die nächste Frage. Was für eine Lüge erzählst du öfter?
Was für eine Lüge. Ich erzähle eigentlich keine Lügen. Ich sage manchmal Sachen bewusst nicht. Also ich sage, ich verheimliche manche Sachen. Ich pass bei manchen Sachen auf, dass ich vorsichtig bin, die nichts zu erwähnen, die wegzulassen. Aber Lügen, auch in Videos, so direkt Lügen, so direkt geradeaus, die Unwahrheit sagen. Also wenn Verheimlichen dazu zählt zu lügen, das ist. Ich lasse manchmal Sachen weg, wenn ich Sachen, das gibt es auch bei meinen Erzählungen, wenn ich private Sachen erzähle, wo ich dann teile, wo ich dann nur teilweise Sachen sage, wo ich dann schon das Richtige und die Wahrheit sage, aber dann Teile davon weglasse, dass ich nicht 100% erzähle, sondern 60, 70% der Wahrheit sind solche Geschichten. Sind Geschichten vielleicht nicht ganz hundertprozentig. Ist vielleicht öffentlich auch besser so, dass dann nicht alles ausgeschlachtet wird. Aber Lügen. Was für eine Lüge erzähle ich öfters? Gibt es irgendeine Lüge, die ich erzähle? Ich überlege gerade, mir fallen nicht viele ein. Es gibt bestimmt manche Geschichten, die ich inzwischen ausgeschmückt habe. Also gute Geschichten verdienen es ja, ausgeschmückt zu werden. Verdienen es, erzählt zu werden und besser erzählt zu werden. Dann gibt es bestimmt die eine oder andere Geschichte, die auch bei mir in Erinnerung schon so besser gemacht wurde, dass die dann eine direkte Lüge nicht, aber in der Beziehung bin ich wirklich nicht, dann lüge ich euch nicht an. Das ist wirklich keine Lüge. Da wartet keine Freundin im Schlafzimmer auf mich, die jetzt hier den ganzen Stream immer versteckt ist und keinen Mucks von sich gibt. Das ist wirklich. Es ist eine Lüge, dass ich der Zwergenfuß bin. Ich bin Mensch. Das ist eine offensichtliche Lüge. Das kann ich euch verraten. Die Sache mal, ich bin ein Zwerg und dass ich ein Fürst bin und dass ich dass, dass dem, dass dem König im Erebor unterstellt bin, aber ja, das muss ich zugeben, das ist leider eine Lüge gewesen. Das war schon immer nicht. Ich bin leider doch ein Mensch. Ich habe zwar einen langen Bart, aber ich habe auch, ich bin ein bisschen zwergisch, aber. Nee, ich bin Mensch. Das ist eine Lüge. Ein Zwerg bin ich nicht. Das ist ja. Ich bin auch kein Fürst. Ich bin kein Zwergenfürst. Das ist nur mein Nickname. Das ist vielleicht eine. Das ist eine Lüge, die erzählst, die ich öfters erzähle. Interessierst du dich für Kunst? Haben wir als nächste Frage. Für Kunst. Ja, kann ich schon durchaus, also kommt drauf an, wie du Interesse definierst. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ins Museum gehen und mir Gemälde angucken und Statuen angucken und so weiter. Ist jetzt nicht mein größtes Hobby, also ich bin jetzt nicht Museumsfanatiker, der ins Museum rennt und sagt, ja, endlich mal wieder ein Museumsstück angucken, aber langweilig finde ich es auch nicht, dass ich gucke mich so gerne, ganz gerne mit Audioguides dann durchs Museum und mir die Bilder angucken und dann von dem Audioguide was zu erzählen lassen, wann der Maler das gemalt hat und was der damit gemeint hat mit dem Bild und so weiter. Interesse habe ich schon dran, also es ist, ja. Interessierst du dich für Kunst? Also ja und nein. Also ich bin jetzt nicht Kunstenthusiast, ich bin jetzt nicht. Also stundenlang kann ich mir Bilder auch nicht angucken, bin da jetzt auch nicht der größte Fan. Aber ins Museum gehen war bisher immer spannend, in die Museen, die ich reingegangen bin. Unlustig fand ich es nicht, das war doch immer. Hat immer Spaß gemacht, finde ich nicht.
abwegig. Das also durchaus in ein Museum kann man, auch in ein Kunstmuseum mit Gemälden, kann man ja reingehen, hab ich nichts dagegen. Das ist, wenn ich so kultiviert bin, ich das kann man mir machen, bin ich durchaus. Die gucke ich mir an, die Kunst. Stehe ich dann vom Gemälde. Aha. Picasso 1900, Schlag mich tot. Das Aquarellbild. Der sterbende Schwan im Sonnenuntergang. Interessant. Ja. Warum nicht? Welche falschen Vorurteile haben Leute über dich? Die nächste Frage. Ist die neueste Frage jetzt hier vor 5 Stunden gestellt. Welche Vorurteile haben Leute über dich? Ich werd manchmal als Kiffer bezeichnet. Das ist ein Vorurteil, was nicht stimmt. Ich nehme keine Drogen. Trink nicht, ich trinke auch nicht, ich kiffe nicht, ich mache nichts. Manchmal kommt so ein bisschen rüber, weil ich dick bin, weil ich einen Bart habe und weil ich manchmal rote Augen habe. Das kommt von dem hier, vom Streamen und vom Videospielen, dass ich 24/7 an Technik hänge. Wenn ich dort dran, dann hier dran am Handy oder an der Konsole, am Fernsehen oder an DVD und so weiter. Das ist ja manchmal ein bisschen wenig Schlaf, manchmal schlaflos, dann ist auch ein bisschen rote Augen. Ich bin halt öfters glücklich, bin nach außen, das bin auch manchmal, das ist halt, bin sehr, sehr fröhlich, eine fröhliche Natur. Ich bin halt immer dann, ich lache halt ab und zu mal ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen happy drauf, bin halt, ist halt. Insofern, ich fress viel, das ist halt insofern gewisse Sachen, die dann auch so ein bisschen durchaus verständlich rüberkommen, dass man das durchaus, das habe ich zumindest mitbekommen, dass manche mich, dass da durchaus, dass da das Vorurteil über mich gibt, dass ich Kiffer bin. Ist nicht so. Ich bin von Natur aus so, das ist, wenn ich irgendwann bekifft wirke, auch in Streams und so weiter, wenn ich mal ein bisschen so aussehe, ist so. Auch der Bart, der ist halt unrasiert und ungepflegt. Das ist halt, ja, das ist halt, das bin ich. Hat nichts mit Drogen zu tun. Drogenkonsum liegt mir fremd. Ja, das waren die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragen, die mir jetzt schon beim ersten Mal gestellt wurden. Ich werde es dann, wenn ich das Video hochgeladen habe, werde ich das dann unter die als Antwort gleich den Link dort mit reinschreiben. Dann muss das nicht nochmal beantworten auf Telonym. Ihr könnt mir natürlich auch weiterhin Fragen stellen. Ihr könnt auf Telonym, https telonym.me/Zwergenfürst, also mit UI geschrieben, groß geschrieben, Zwergenfürst und dann Unterstrich großes LP, da könnt ihr mir nicht schwer zu finden. Telonym Zwergenfürst LP mit Unterstrich und groß geschrieben. Eigentlich alles groß geschrieben, Zwerg fürs groß geschrieben und das LP beides groß geschrieben. Die könnte mir Fragen stellen, anonym. Die beantworte ich dann irgendwann mal in dem Stream, in diesem Format hier. Weiß nicht, was da, ob da ein Format raus wird, ob da irgendwas draus machen kann. Ja, ich find's ganz nett. Hier auch schon die ersten Fragen. Ich beantworte die weitestgehend ehrlich. Ja, wenn ich irgendwas nicht beantworten will, dann beantworte ich es nicht, dann sage es euch auch. Ja, damit ich noch umsonst gefallen haben, lasst aber da nur seid, Glocke aktivieren und ja, man sieht sich. Haut drin. Habt noch einen tollen Tag.
Jung. Bis dann.